So, Herr Kecker, wir können leider nichts mehr für Ihren Freund tun. Also nach 5 Jahren im Koma müssen wir die Geräte leider abschalten. Was? Können Sie mir wirklich was machen? Nein! Nein! Was? Du bist am Leben? Verarscht! Was? Weißt du noch damals, vor 12 Jahren, als ich geweint habe, weil meine Ex mit mir Schluss gemacht hat? Und du mich... Und du mich von meinen ganzen Jungs ausgelacht hast. Mutti, ein echter Mann weint doch nicht. Weißt du das? Ja, Bruder. Genau deshalb habe ich den Arzt und die Krankenschwester bezahlt, dass sie sagen, ich liege im Koma. Und sie 5 Jahre alles manipulieren, sodass du es wirklich glaubst. Was? Und jetzt schau dich an, wie du weinst. Was? Junge, deine Frau hat diesen neuen Mann, sie ist von dem schwanger. Und deine Kinder können sich nicht mehr an dein Gesicht erinnern. Und du hast es alles nur für ein Prank gemacht. Ja, und wegen damals. Das ist absolut. Junge, du bist so am Sack, Mann. Wie kannst du das was antun. Warte mal, was weinst du gerade? Nein, nein, ich hab nicht gelacht. Schau dich mal die Puste an. Das war einfach ein richtiger Mann.